So Leute, moin moin und damit herzlich willkommen zurück zu Mafia 2. Oh, ich habe mir jetzt eben schnell offscreen den Weg wieder hier rausgeschossen. Ja, ist nichts passiert, nicht viel. Wie gesagt, den Weg rausgeschossen. Und jetzt müssen wir hier weg. Scheiße, Alarm ausgelöst. Gar nicht gut. Okay. Warum haben die denn den Hintereingang nicht umstellt? Ich. Ich weiß es nicht. Okay. Ich bin jetzt im Prinzip auch endlich mal in die richtige Richtung gelaufen. Ja, an der Polizei fahre ich ganz bestimmt nicht vorbei. Nope. Fahren wir hier oben her. Das wird mit Sicherheit irgendwie gehen. Oder? Verdammt, das geht nicht, oder? Nein! Leute. Ihr macht mich schon ein bisschen fertig. Gut. Es tut mir leid, es war die falsche Richtung. Wie immer, wie vorhin auch schon. Aber wir haben die Mission geschafft. Es ist auch wirklich in dem, was ich jetzt nicht aufgenommen habe, in dem kleinen Part, wo ich da rausgelaufen bin, nichts passiert. Beziehungsweise, oder zumindest nichts Story-Relevantes. Von daher könnt ihr mir das bestimmt verzeihen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hätte es sonst noch länger gedauert, aber hey. Scheiß drauf. So. Diamond Motors. So, wir sind gleich wieder da. Hier ist das eine Hotel. Nein! Ach ja. Oh. War ich nicht. Keiner gesehen. Hat keiner gesehen. So. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Ja, nicht gut. Jetzt kriegen wir nur ein Drittel. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man den Alarm nicht hätte ausschalten können. Was darf's denn sein? Bier, Scotch, Brandy. War's das? Ja. Das da gut. So. Und wie ist's gelaufen? Leider ziemlich unschön. Konnt's nicht verhindern. Wir hatten eine Abmachung. Weißt du noch? Wenn es Probleme gibt, kriegst du nur ein Drittel der Kohle. Na, dann lass mal sehen. Scheiße. Stimmt was nicht? Das kannst du laut sagen, dass was nicht stimmt. Diese Marken haben nämlich ein Ablaufdatum und das ist zufällig morgen. Und was genau bedeutet das? Das bedeutet, dass sie dann verdammt nochmal wertlos sind. Aber warte mal. Wenn du sie bis Mitternacht an den Tankstellen abgibst, können die sie abstempeln und einlösen. Also klapperst du jetzt fleißig Tankstellen ab bis Schlag 12, sonst schauen wir in die Röhre. Wenn du sie nicht loswirst, gehst du leer aus. Moment, das war nicht abgemacht. Von dem Ablaufdatum war nie die Rede. Tja, ist eben scheiße gelaufen. Wenn du das über die Bühne bringst, hast du was gut bei mir. Na geh schon. Je mehr Marken du loswirst, desto mehr Kohle gibt's. Alles klar. Mr. Mr. Tomassini? Tomassino, wo geht's raus? Oh mein Gott, ich bin jetzt schon unter Zeitdruck. Obwohl es noch nicht mal um Zeit geht gerade. Oh doch, die Zeit läuft schon. Scheiße. Okay. Ich habe das ungute Gefühl, dass wir in dieser Mission kein Geld verdienen werden. Wo ist denn die erste? Da ist die erste Tanke. So, Wegpunkt gesetzt. So, hier bei den Bullen nochmal ein bisschen. Oh, das ist aber. Das ist aber glatt. Aber das gefällt mir aber gar nicht. Junge, Junge, Junge. Hier ist wieder Blitzeis, ne? So. Da-da-da-da-da.
So, hier ist eine Tanke. Was müssen wir genau machen? Hören Sie, ich habe ein paar Benzinmarken übrig. Wenn Sie sie wollen, sind günstig. Ja, in Ordnung. Immer her damit. Alles klar, hier. Alles klar, ja, super, da war noch einer. Und kein Wort zu niemandem, verstanden? Versteht sich, Kumpel. Bleibt unser Geheimnis. Das wird alles klar. Mein Guter. So, jetzt müssen wir... Ja, du mich auch. Wieder zurück, also hätten wir auch erst da hinten hinfahren können, ey. Okay, ich weiß nicht, ob man das überhaupt schaffen kann, alle Marken in dieser Zeit loszuwerden. Ich kann es absolut nicht beantworten. Ich finde, es sieht ein bisschen unmöglich aus, aber ist ja nur meine objektive Meinung. So, ein bisschen konzentrieren hier, damit man alles im Blick hat, die Karte und die Straße. Ich wusste gar nicht, dass es hier so viele Tankstellen gibt. Oh! Au! Rein da, los! Hey, wie wär's mit ein paar Benzinmarken? Warum nicht? Das bleibt aber unter uns, in Ordnung? Kein Problem. Gilt aber auch für dich. Sicher. Geht klar. So, jetzt sind wir da. Jetzt könnten wir da hinten vielleicht... Ne, wir kommen sowieso erst da vorbei, ne? Geht klar, ja. Mann. Ja, meine Hupe ist viel schöner als deine. Tata Kreis. So. Okay. Die nächste Tankstelle sollte nicht allzu weit entfernt sein. Glaube ich. Hoffe ich. Denke ich. Ja, hin und wieder denke auch ich. Da ist die Bullerei. Ach nee, die ist gerade da, falsche Richtung. Okay, das ist einfach nur ein normales Auto. Wenn man es so nennen mag. So. Okay. Hier links. Und da vorne rechts. Hier. Und da habe ich doch gerade aus dem Augenwinkel auch schon eine Tanke gesehen. Hey, Ja. Dann machen wir uns jetzt einmal auf den Weg hier hin. Oder? Ach, da ist noch eins, zwei, drei. Ach, scheiße. Wir nehmen den. Dann da. Dann noch da. Willst du vielleicht ein paar übrige Benzinmarken? Aber immer. Wo hast denn du die her? Ach, vergiss es. Will's gar nicht wissen. Sehr vernünftig. Okay, rück die Kohle rüber. Ja, klar. Ich hoffe bloß, ich kriege keinen Ärger deswegen. Keine Angst. Halt einfach den Mund. Mhm. Wieder ein paar zwielichtige, dubiose Geschäfte. Aber egal. So, wir sind auf dem Weg zu Tankstelle Nummer 4. Ist es schon Tankstelle Nummer 4? Ich glaube ja. Hier kurz ans Tempolimit halten. Und wieder Gas. Gas. Aber warte mal, hier war doch das Gebäude, ne? Polizei ist schon fertig. Das ist natürlich ärgerlich für die guten Jungs. Aber was soll ich machen? So einen Winter hätte ich auch mal wieder gerne. Schön kalt, Schnee. Natürlich, die Unfälle nehmen natürlich im Winter auch ordentlich zu. Das ist mir natürlich klar. Hey, ich habe ein paar Benzinmarken übrig. Trotzdem? Ja klar, sicher doch. Okay, hier. Trotzdem vermisse ich die Winter aus meiner Kindheit ein bisschen. Ein bisschen. Warum ja, mit der Kohle angezeigt? Klar, okay. Hier ist das Geld. Danke, Kumpel. $35 nur? Gesehen, klar. Muss ich erst auf die Straße? Ich muss erst in Richtung Straße. Okay. Die Hälfte der Zeit ist gleich um. Hätte ich im Restaurant nicht so rumgepimmelt, hätte ich vielleicht noch ein paar mehr geschafft. Ey, ich finde das cool. Oh, das hat die Polizei gar nicht... Entschuldigung. Gar nicht interessiert. Ich finde das cool, wie die Lampen hier so in diesem nächtlichen Nebel... geblurrt sind? Sagt man das so? Hä?
Reicht das? Oh, Polizei. Oh, oh, oh. Gut, nichts gesehen. Ist das hier eine echte Straße? Ja, okay. Gut. Ich dachte schon, ich bin wieder irgendwie vom rechten Weg abgekommen. Also vom richtigen Weg, nicht vom rechten Weg. So. Hier durch. Ja, ist ganz cool. Ist wirklich so ein bisschen wie das GTA der 40er, 50er und 60er. Gefällt mir. Hat mir damals schon gefallen, warum hätte sich irgendwas ändern sollen. Von der Story weiß ich auch nicht mehr alles. Wie gesagt, 10 Jahre sind eine relativ lange Zeit. Und wenn man zwischendurch Unmengen an weiteren Spielen spielt, kann da schon mal etwas abhanden kommen. Zumindest in meinem Kopf. Arcade. Okay. So. Hey, ich habe ein paar Benzinmarken übrig. Und einmal darüber. So. Interessiert? Ja klar, sicher doch. Okay, hier. Hier mit der Kohle. Klar, okay. Hier ist das Geld. Danke, Kumpel. Und du hast mich nie gesehen, klar? Alles klar. Ich habe mich auch nie gesehen. Schon gut. So, warum können wir eigentlich tanken? Haben wir eine Tankanzeige? Ich weiß es nicht. Ist das da unten eine Tankanzeige oder... Nee, das ist Drehzahlmesser. Das... Tatsache, wir haben eine Tankanzeige. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. So. Ich habe die Ausfahrt verpasst. Okay. Hab gerade auf den Timer geguckt. Knappe 10 Minuten haben wir noch. So. Also auf den Aufnahmetimer, nicht da oben auf den Timer. Das da oben sind vielleicht noch 2-3 Minuten. Also Ingame-Zeit ungefähr eine Viertelstunde, ne? So, mich würde mal interessieren, wenn man sich jetzt hier irgendwo hinstellen würde. Gibt es einen dynamischen Tag-Nacht-Wechsel? Wahrscheinlich nicht, ne? So Open World ist das Spiel jetzt auch nicht. Also so viele Möglichkeiten gibt es nicht. Es ist dann doch relativ... Story gebunden. Wie ich denke. So, wo sind wir denn jetzt? Ach so. Ja, cool. Einfach nur geradeaus. Rüber aufs Island. Auf die Insel. So. Weg da. Here it comes, here comes Speed Racer. So. Gleich da. 10 Minuten Ingame noch. Okay. Jetzt bloß nichts verpassen. Das war knapps. Weg da. Hä? Hey, Scheiße. Ah, das ist jetzt gar nicht gut gelaufen. Wie wär's mit ein paar Benzinmarken? Warum nicht? Das bleibt aber unter uns, in Ordnung. Kein Problem. Gilt aber auch für dich. Sicher. Geht klar, Mann. Okay, das war der letzte. Zumindest habe ich ein bisschen was verdient. Hä? Ich sollte zu Joe zurück. Aber ich habe noch zwei... Ich habe aber... Okay. Wo pimmelt denn Joe gerade rum? Brusky... Warte mal, wir müssen mal ein bisschen... Ich muss hier erstmal ein bisschen... Das ist am Hafen, das ist Derek. Das hier sind alles Shops. Wo wohnt denn der gute Joe nochmal? Aufgaben zu Hause. Grüner Schlüssel. Ich hab kein Zuhause. Hallo? Ich habe kein Zuhause. Jetzt wisst ihr es. Selber. Arsch. Ach, da hinten. Ich bin ein Postbote, okay. Von mir aus. So. Ja, komm, jetzt können wir auch mal ein bisschen Gas geben. Wir haben ein bisschen Kohle gewonnen. Verdient.
nicht gewonnen. Das war ja doch schon ein wenig unter Einsatz unseres Lebens. Das ist der Polizei herzlichst egal. Gut. Dann ist das halt so. Ich frage mich, also ich weiß noch, dass man einen bestimmten Part auch im Knast spielt. Aber ich weiß nicht mehr, wie wir da hinkommen. Oder ob wir da einbrechen oder ob wir dann wirklich da einsitzen. Entschuldigung. Von Rasa aufgenommen. Wer ich? Scheiße. Ich bin auch kein Rasa. Falsche Seite. Entschuldigung. Oh, fuck. Ich werde gesucht. Oh, das ist aber gar nicht gut. Das war gerade auch echt keine Absicht. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh. Nix gut. Weg da. Du Lusche. Was fahren wir? 80, 90, 100. Ist das Meilen oder kmh? Entschuldigung. Ich habe gehupt. Zwar erst nachher, aber ich habe gehupt. So, was war hier innerorts? Ist hier 40. Und ich glaube dann doch, dass es kmh sind, weil 40 Meilen sind, glaube ich, ein bisschen mehr. Okay. Ich müsste mein Auto mal wieder da hinten mal in der Werkstatt. Ach egal, kann ich auch zu Hause in der Garage machen. Hier sind wir wieder bei Diamond Motors. So. Sehr schön. Und wenn ich mich nicht irre, sind wir jetzt gleich auch schon wieder... Oh, und Schneeflug. Auch wieder zu Hause. Aber so wie ich mich kenne, irre ich... Nee, gar nicht. Hier sind wir. Einmal um die Ecke. Home sweet home. Diesmal richtig rum. Ha! Gut. So. Wollen wir doch mal schauen, was der gute Joe machen musste. Denn wie wir wissen, mussten wir den kleinen Auftrag alleine machen, weil Joe etwas anderes vorhatte, zu tun hatte, zu einer anderen Aufgabe, Mission geschickt wurde. Joe Barbaro. Joe Bro. Sag mal, schläft er nicht in seinem Bett? Dieser Fisch. So, haben wir wieder Essen im Kühlschrank? Ja, Joe war einkaufen. So. Ist egal, komm hier. Käse-Sandwich. War das ein Gefrierfach oder ein Safe da oben? Achso, das ist das Aggregat. Alles klar. So. Hier irgendwas? Joe? 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 Warum habe ich keine Nummer? Wir haben doch die Karte von der einen guten Dame gekriegt. Auch noch ein Bad. Achso, das hier ist das Bad und dann ist das hier. Ja. Alles klar. So. Ich würde Radio einschalten, okay. Ich würde sagen. Was ist das denn? Ach, das ist ein Safe. Mal später mal gucken, ob wir den noch knacken können, vielleicht. Was ist das? Ventilator. Ach so. Oh. Ja, cool. Ah, was kann man hier denn noch so machen? Sonst kann man hier, glaube ich, nichts machen, ne? Ja, ich glaube nicht. Und ich glaube, das Spiel will, dass wir erstmal ins Bett gehen. Ja, und ich würde sagen, das machen wir auch erstmal. Was hat er denn da geschnitten? Ist das Knoblauch? Das ist Knoblauch. Gut. Ja, ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ey, bis zum nächsten Mal, ne? Macht's gut. Ciao.